eine neue und im Wesentlichen letzte Etappe meiner diesjährigen Schweiz-Radeltour beginnt heute. Ich befinde mich hier am Klöntaler See. Das ist ein ganz idyllisch gelegener Stausee im Kanton Glarus, traumhaft gelegen, umgeben von hohen Bergen. Von hier aus geht es heute im Prinzip folgend den Schweizer Radwegen Nummer 4, 9 und 35, zunächst zum Walensee, dann von dort aus weiter nach Osten, Richtung Liechtenstein, durch Vaduz hindurch und weiter nach Vorarlberg. Mein heutiges Etappenziel ist Feldkirch in Österreich. Dort beende ich meine diesjährige Tour und fahre, so Gott will, von dort aus im nächsten Jahr weiter. Das heißt, zunächst geht es erstmal steil bergab nach Glarus und dann ist die Strecke im Wesentlichen eben. Sie führt an dem Flüsschen Linth entlang zum Walensee und folgt dann in großen Teilen der Schweizer Seenroute, also dem Fernradweg Nummer 9 und später dann der Liechtensteiner Rheintalroute am Alpenrhein entlang. Das klingt doch verheißungsvoll. Los geht's! Ich bin jetzt in Näfels angekommen, ziemlich zersiedelt und werde mir jetzt mal einen Platz zum Frühstücken suchen. Und was ich immer wieder seltsam finde, sobald man in der Ebene ist, am Fluss entlang, kommen wieder die E-Biker. Also gefühlt ist jeder Schweizer auf dem E-Biker und mit dem E-Bike unterwegs. Nun bin ich am Walensee angekommen und jetzt auch auf den Fahrradweg Nummer 9. Den habe ich getroffen und dem werde ich jetzt folgen. Seenroute, das klingt doch ganz vielversprechend. Ja, dachte ich mal, dass der Radweg schon einige Steigungen hat, aber das macht nichts. Steigungen waren geteert, nicht geschottert, das ist okay. Ja, so zieht sich der Radweg an der Mündung von kleineren Bächen entlang. Da wird keine Brücke gebaut, sondern der steigt da auf, ist ein Stück ins Hinterland und geht dann wieder runter zum See. Ups! So nah sind die Autobahn und Radweg beieinander. Das ist hier aber auch so steil, dass praktisch alles nebeneinander ist. Nationalstraße, Autobahn, Fahrradweg, Dörfchen, Eisenbahn und dann kommt auch schon direkt der See. Ja, Stillroute See. Ziemlich windstill und nur ganz entfernte Geräusche von irgendwelchen Straßen. Ja, das ist gut, wenn man schon, so wie bei mir es jetzt standardmäßig der Fall ist, um 7:30 losfährt. Dann kann man einen großen Teil der Strecke schon machen, bevor es so heiß wird.
Nun ist das Ende des Sees schon fast erreicht. Ging schneller, als ich erwartet hatte. Ein schön frisch geteerter Radweg hier. Also manchmal muss ich ja tatsächlich etwas langsamer fahren, als ich könnte, damit die Seele irgendwie mitkommt und diese ganzen Eindrücke auch aufnehmen kann. Nun ist das östliche Ende des Sees erreicht, sodass man den See jetzt hier in seiner ganzen Ost-West-Ausdehnung bis zum Ende sehen kann. Touristisch hier auf der Südseite ganz gut erschlossen, da wo Platz ist. Auf der Nordseite ist allerdings, glaube ich, gar keine Straße. Da gehen die Felsen direkt fast senkrecht in den See hinein. Und das hier ist nun Walenstadt, ein beschauliches Örtchen am Fußende des Sees, noch eingerahmt von massiven Bergen. Ich bin dann doch nochmal von dem Fahrradweg im Tal abgebogen und hier ein Stückchen den Hang raufgefahren. Einfach nochmal, um den Walensee auch ein bisschen mal von oben zu sehen. Und auch die Südseite, die Berge, die ich bisher noch gar nicht gesehen habe. Durch seine besondere Lage inmitten der hohen Steilhänge ist die Wassertemperatur des Walensees um einige Grad kälter als im benachbarten Seen, wie Bodensee oder Zürichsee. Daher entwickeln sich hier die Algen vergleichsweise langsam, was zu besonders klarem Wasser führt. Aber jetzt verlasse ich den See und radle weiter durch ein weites Tal nach Südosten Richtung Mels und Sargans. Ja, auf der Strecke zwischen Walenstadt und Sargans, da heißt es dann Kilometer machen. Das ist jetzt nicht so spektakulär, die ganze Zeit an der Hochspannungsleitung entlang, aber es sind gut geteerte Feldwege, gute Beschilderung des Radwegs. Nun habe ich Sargans erreicht, hier der Blick auf das Schloss. Und jetzt muss ich mir überlegen, ob ich auf der Schweizer Seite am Rhein entlang fahre oder rübersetze nach Liechtenstein und Österreich. So, das muss ich jetzt erstmal auf mich wirken lassen, wo ich lang fahre. Ich glaube, ich entscheide mich für rechts. Also insbesondere sieht es so aus, als ob die Schweizer Radroute 35 auf der Liechtensteiner Seite vorbeiführt. Das ist doch dann perfekt. Und ja, das ist der Rhein. Hier bei Balzers wird nun der Rhein gequert und es geht auf die Liechtensteiner Seite. Ich glaube, die ist auch schöner, weil das nicht so sehr direkt an der Autobahn vorbeiführt. Aber ich merke schon, die letzten 25 Kilometer muss ich mich, glaube ich, auf Gegenwind einstellen, der vom Bodensee her durch dieses breite Rheintal weht. Das ist normal und das kenne ich auch von früheren Touren. Nachmittags oder mittags frischt der Wind immer auf. Nun zieht es sich wieder zu. Es ist ziemlich schwül geworden. Und ich könnte mir vorstellen, dass heute
das Gewitter noch kommen wird, was die ganzen letzten Tage auch schon angesagt, aber bis dato niemals kam. Also jetzt Tempo machen. Ah, da geht nicht. Ja, hier gerade fix, fängt an zu regnen. Jetzt Regenklamotten auspacken, war ganz schnell. Nope. Leider nicht mehr geschafft. Hagel, Sturzregen, Winter. Boah, heftig. Naja, das ist immer ein spektakulärer Ausgang der Tour. Auch wenn ich mir anders gewünscht hätte. Autos halten hier schon an. Wahnsinn. Mit Sachen rum. Ja, das ist ja ein Spektakel.